Hi Leute, hier ist wieder Jo vom Kanal Ernteglück und heute stelle ich euch kurz die Kapuzinerkresse vor, die wir hinterm Haus stehen haben, und zwar in einem Blumenkasten. Es gab schon Jahre, wo die Kapuzinerkresse, die eine tolle Heilpflanze ist, bei uns überhaupt nicht gekeimt ist. Keine Ahnung warum. Vielleicht zu kalt, vielleicht kein Bock. Und Kapuzinerkresse ist mit ihrem hohen Vitamin C-Gehalt ideal geeignet, um das Immunsystem zu schützen. Und man kann die Blüten einfach so essen. Also die Blüten sind äußerst schmackhaft. Die schmecken fruchtig und auch scharf, weil die Pflanze Senföle enthält. Also schmeckt ein bisschen wie Chili. Und sieht toll aus und du kannst die einfach so wegschlabbern. Fantastisch. Schmeckt so lecker. Man kann auch die ganze Pflanze und die Blätter einfach als Zusatz mit in den Salat geben. Besonders die fantastisch aussehenden Blüten werden hier sehr schnell abgeerntet, denn die kann man einfach direkt verzehren. Eine wirklich leckere Salatzutat, die jeden Salat optisch und geschmacklich aufpeppt. Und eine tolle Heilpflanze, vor allem für die Atemwege. Außerdem regt sie die Verdauung an, enthält viel Vitamin C und Senföle. Und mit diesem ganz kurzen Shorty und Gesundheitstipp sagt Jo vom Kanal Ernteglück für heute wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal. Kapuzinerkresse als ganz tolle Heilpflanze und leckere Salatzutat. Wuchert wie die Hölle dieses Jahr. Hammer. Viel Spaß noch. Bye bye.